Das neue Video von Norman. Paluten vs. Stegi. Wer ist der intelligenteste Minecraft-Spieler? Ich nehme an, es ist nicht Stegi. Wir gucken ganz kurz rein. Okay, also heute gibt es die zweite Folge der Minecraft Quiz Show 2. In der letzten Folge gab es das Battle zwischen BastiGRG und Norisk. Also falls du... Ich möchte nicht mitmachen. Frag mich bitte nicht. Die Folge verpasst hast, schau dir die unbedingt noch nach diesem Video an. Jetzt treten aber erst einmal Paluten gegen Stegi an. Beide bekommen in den Kategorien Schätzfragen, Multiple Choice und Buzzerfragen jeweils... Das ist so ein richtiges Video, wo ich gar nicht so viel kommentieren muss. Sondern das ist das Video, wo ich mir jetzt einfach meinen Salat auspacke und mir den Fett reinpresse und ihr einfach jetzt mit mir zusammen das Video guckt. So ein Ding ist das jetzt. Ganz kurz. Also falls du die Folge verpasst hast, schau dir die unbedingt noch nach diesem Video an. Nein. Jetzt treten aber erst einmal Paluten gegen Stegi an. Beide bekommen in den Kategorien Schätzfragen, Multiple Choice und Buzzerfragen jeweils 3 Minecraft-Fragen und wer am Ende des Videos die meisten richtigen Antworten hat, der kommt eine Runde weiter gegen den Gewinner der ersten Folge, also entweder so Basti oder Norisk. Abonniere jetzt gerne meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast und um keine Folge der Minecraft Quiz Show mehr zu verpassen. Lass auch gerne ein Like da, wenn dir dieses Projekt gefällt. Norman, halt deine Fresse. Noch meine anderen geilen Kosmetik. Norman, halt deine Fresse. Geh. Yeah. Paluten. Guten Tag, hallo. Meine Damen und Herren, guten Tag, schön hier zu sein. Man muss sich überlegen, das ist so krass. Ich bin mit Paluten, Mann, habe ich in einer Wohnung gewohnt. Und jetzt ist er einfach hier in dieser riesigen Show. Das ist so krass, Mann, das ist so krass. Stegi. Stegi! Ja, wir sind drinne, Leute! Yeah! Hallo, yeah! Yeah! Ja, hallo, ja! Leute, hallo, hi, Leute, ja, ich bin's! Dann willkommen zur Quizshow 2. Ich hoffe, ihr habt fleißig gelernt. Find's chillig, wie ich hier nicht im Publikum sitze. Danke für nichts. Ich weiß gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier bin. Also ich spiel Minecraft, Spielmodi und so weiter, aber was Minecraft-Wissen angeht, Junge, kein Plan. Okay, wir raten mit. Kommen wir zur ersten Frage. Mit. Wie hoch kann eine Ziege maximal springen? 5 Blöcke. Achso, Oh. Eine Ziege. Eine Ziege. Es gibt doch keine Ziegen. 5 Blöcke. Ah, stimmt, dass sie gar nicht springen können, ne? Oh, ja. Du bist schlau. 10 Blöcke? Seid ihr dumm, Chat? Niemals 10 Blöcke springt eine Ziege. 10 Blöcke sind 10 Meter. Habt ihr schon mal eine Ziege 10 Meter sehen? Du bist, glaube ich, meine. Aber vielleicht hat er das auch nur gesagt zum Verwirren. Wie genau springt? Ziegen springen doch nicht null. Ja. Also ich würde sagen, was? Ziegen sind bekannt dafür, sehr hoch zu springen manchmal. Ich habe schon mal eine Ziege gesehen, die ist echt hoch gesprungen. Ja. Ich will mich jetzt nicht blamieren, aber so, keine Ahnung. Ja, das ist ja nicht blamieren, das ist ja keine Frage, wenn man so weiß, wie craftet man ein Schwert. Das ist ja, dann das Problem. Das Problem ist, Veto weiß, wo ich alles mitgespielt habe und deswegen weiß Veto, dass ich auf jeden Fall wissen sollte, wie hoch eine Ziege etwa springen kann. Weil ich habe schon des öfteren Ziegen gesehen. Wollen wir mal schauen, was ihr geantwortet habt. Stehe gesagt, 6 Blöcke kann eine Ziege springen maximal. Springen 6 Blöcke? Ja, oh. Ja, ja. Und verluten alle eine 0. Nee. Ich dachte, das ist aber ein Der sagt einfach 0, Digga. Der sagt, Paluten sagt einfach 0. Schwein springt ja auch nicht in Minecraft. Warum sollte denn plötzlich eine Ziege großartig rumspringen? Das war eigentlich recht. Mach mehrere rein. Irgendwann mit einer Reihe rausspringen. Und dann wirst du sehen, 6 Blöcke springt die hoch. Mal abwarten. Herr Schiedsrichter, ja. Was ist denn die Lösung? Die Lösung, die ist auf jeden Fall nicht 0, nicht 6, aber 10. Und damit ist Stegi näher dran. So einer ist nicht schlau. Nein, du bist so schlau, Alter. Alter, da hab ich ihn in der Kombo! Wir spielen kein Wahoo! Entschuldigen Sie, Herr Schiedsrichter. Kein Problem. Moderator. Okay, die zweite Schätzfrage an euch. Ich find's so geil, wie Norman überhaupt keinen Bock hat. Wie viele Minecraft-Biome gibt es insgesamt? Sumpf, Wüste, Plains, Hölle mit Höllenbiomen. Um die 40, würde ich sagen. Minecraft-Biome? 32. Auch 0. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Oh, ob ich die beantworte? Ich antworte mich auf 32. Was sagt Weiß der Chat? Ich nicht. Nee, dann frage ich die 34 sagt okay. Der Chat. Ich sag 32. Problem. Ja, ich. Hier. Fake. Bumm. Das ging ziemlich schnell. Bist ja, du dir das sicher? Ich habe absolut keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt's so irgendwie so Hills, Crawly, ne, Mountain Biome. Hills, Crawly, Mountain Biome. Da lebe ich. Halle, es gibt wirklich viele. Und die Frage, die ich stellen wollte, ist nämlich. Sehen die im Nether auch, weil selbst im Nether... 73? Ach, stimmt, da gibt's mittlerweile ja so viele. Mindestens 5, würde ich sagen.
Ja, ach komm, ist egal. Ich bleib. Stegi sagt 18. Okay. Oh. Und Paluten 22. What? Oh. Das glaub, ist ja, beides sehr nah beieinander. Und das sind 73 Bio. 73? Wollt ihr mich flachsen, Dicker? Immer wenn ich durch Minecraft laufe, sieht alles gleich aus. Oma. Digga. 16 Grundbiome, 29 technische Biome und 21 seltene Varianten. Dickerchen. Schiebefenster. Was? Nein, falsch. Wie falsch? Wie falsch? Achso, ja, okay, schon, hast recht. Jetzt eine Frage, die man vielleicht wissen könnte, wenn man oft Basti GAGs Videos schaut. Mit Basti, kennst du? Und zwar, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt ein Huhn aus einem Ei? 1 zu 7. Ah, das wusste ich mal. 1 zu 8. Das hat GLP ständig gesagt. 1 zu 7 oder 1 zu 8, ne? So viele 1 zu 8. Eier kaputt machen muss, damit er safe. 12,5%, ja. Ein Huhn rauskommt. Aber bitte in Prozent angeben, weil ich bin schlecht in Mathe. Ja. Und wir sind schlecht in Prozent. Hühner kommen echt oft. Ja, überleg mal, Basti hat ja nicht eine Challenge gemacht, haha, seltene Sachen. Wir werfen Eier, bis ein Huhn kommt, sondern wir werfen Eier, bis drei Hühner hintereinander kommen, glaube ich. Oder so. Ja, unter anderem. Das machst du ja nur, wenn dann die Wahrscheinlichkeit so echt dann erst richtig gering ist. Okay, steht gesagt 10%. Valuten 20%. Da ist einer ein bisschen... Also, ich würde auch gerne ein Video machen. Wir werfen so lange ein Ei, bis ein Huhn kommt. Chilliges Video, Alter. Basti GAG hops genommen. Näher dran an der richtigen Antwort ist nämlich 12,5%. Und damit geht der Punkt an Stegi. Ich wusste, ihr habt gewusst, von vornherein hab ich gewusst. Welcher Mob bringt kein Advancement, wenn man ihn durch ein Fernrohr betrachtet? Ist es A, der Ghast, B, der Papagei, C, der Enderdrache oder D, das Phantom? Der Enderdrache. Ich habe eine Frage. Ja. Was wird gemeint mit Advancement? Das Achievement. Fernrohr. Achievement, oder? Das ist die neue Bezeichnung für Achievement oder halt so ein Fortschritt, den du bekommst. Ach, das wusste ich gar nicht. Advancement. Wenn man Basti-Videos schaut, bekommt man sowas mit. Ja. Halten die wirklich Advancement? Ich weiß es auch nicht. Danke. Phantom? Schön, Vito. Ja, kein Ding. Phantom, ja? Was ist gemeint mit Mob? Das ist gemeint Multiple Choice. Ein Mob habe ich wirklich bei Basti gesehen. Das erinnert mich an früher diese Show von diesem anderen Basti. Basti Apple. Wer wird Diamantionär? Kennt ihr das noch? Aber ich hätte gedacht, das ist aber nur eins. Boah, habt ihr den Chat erkannt gesehen? Krank. Steh gesagt. B. Sehr schön markiert, wirklich. Es ist die Form B. Also sagst du der Papa. Zwei Personen kennen das noch perfekt, danke. War geil. Nein! Oder? Was? Babini Phantom? Phantom. Achso, dann habe ich das. Nee, dann ist okay, dann habe ich das falsch aufgelistet. Kurzer Cut. Okay, Stegi hat B, also das Phantom. Du hast auch B, auch das Phantom. Okay. Ja, weil es einfach ätzend ist, sich das irgendwie mit so einem Fernrohr oder so anzugucken, viel zu schnell und so. Nee. Ja. Aber es findest so einen Fortschritt? Die anderen sind ja auch ätzend, ne? Na, die anderen sind geil. Hab ich schon oft gemacht. Aber ich muss sagen, ihr habt beide recht. Das ist das Phantom. Jawohl! Nice! Sehr stark. Machen wir weiter mit der zweiten Multiple-Choice-Frage, nämlich: In welche Richtung sind Sonnenblumen immer ausgerichtet? Entweder nach Norden, nach Osten, nach Süden oder nach Westen? Wo geht die Sonne auf? Im Osten. Gute Frage. In Minecraft oder in echt? Wenn die im Osten aufgeht, dann würde ich das sagen, weil die gucken dann da so hin. Naja, du nimmst auf Osten. Die Sonne geht im Osten auf. Wer nach Osten guckt? Jedenfalls Süden, oder? Also das wäre nur die einzige sinnvolle Sache, weil wahrscheinlich in echt es so ist, dass Pflanzen Richtung Süden schauen. Na, weil sie im Osten aufgeht, im Süden ist sie den ganzen Tag und Pflanzen brauchen nicht das Licht. Im Westen geht sie unter, im Norden ist halt. Ja, nicht. Aber wer weiß, wie das dann so aerodynamisch auch ist. Oh, in Minecraft kann ja ein bisschen anders alles sein. Ja. Stegi sagt Osten. Ich sag Boston. Und Paluten sagt auch Osten. Habt ihr voneinander ab? Im Osten geht sie auf. Im Westen nimmt sie ihren Lauf. Im Süden tut sie die Sonne scheinen. Und im Norden sagt die Sonne nein. Geschaut? Ja, dann Glückwunsch. Das ist richtig. Jawoll! Alter, wir sind so schlau.
Mit was kann man Panda-Bären außer Bambus noch füttern? Entweder Kieselsteine. Mit einem Apfel, mit Kuchen, mit Gras oder mit Süßbären? Ich habe einen Panda bei mir. Ja. Oh Mann, Heimvorteil. Mann, also du musst eine doppelte Geschwindigkeit gucken. Ich habe noch nie gesehen, wie man irgendwas mit doppelte Geschwindigkeit rechtlich. Was ist denn eine Süßbeere? Eine Süßbeere, was ist das? Ja, das sind die Dinger, die du nicht fixen. Ja, aber ich habe das mit einem Panda zu tun. Hast du eine Süßbeere nie mit einem Panda gleichzeitig gesehen? Nein. Nee, das nicht, aber deswegen habe ich auch noch kein Essen gesehen. Kuchen. Ein Sieb oder ein Kraftblock? Kuchen. Kuchen, die Antwort ist Kuchen. Ach Mann, ey, das ist eine freche Frage. Einfach mal da, das sage ich euch auch nicht. Okay, tut mir leid. Krass, finde ich ein bisschen dreist von dir, Stegi. Ey, fällt ihr mir den Rücken? Als ob du die Frage nice fandest. Ja, ich weiß sie halt. Okay, Stegi sagt, Peter Kuchen. Gluten sagt, auch der Kuchen. Ihr habt, also, ihr sprecht euch echt ab, oder? Ja, nein. Machen auch Videos. Also ich möchte sagen, ich habe bis dato weder irgendwas gegoogelt, noch bei Stegi irgendwie reingeguckt oder sonst was. Ich einfach nur. Da bin ich sehr dankbar für, dass du da nicht cheatest. Perfekt. Ich schwöre, ja, ihr macht auch ein Video. Irgendein Zuschauer will wieder schreiben. Die haben sowieso die ganze Zeit gegoogelt, nee, die beiden. Ich glaube, doch, Paluten, nicht so Paluten hat immer. Als ob die das denken würden. Ich glaube nicht. Naja, ja, aber. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja, nice. Ja, ich konnte mir das denken, weil sein Sohn, Nachchat. Ja, genau. Chill, ABK. Yeah, weil nice, so guy. Einen kleinen Panda so einen Kuchen geben. Dann kommen wir zu der letzten Frage. So, wir gucken kurz, ich spoil das Ergebnis. Rein bei Stegi. Er sagt. Wer hat gewonnen? 314. Achtung, 361. Ergebnis. Nee, ich war mir nicht sicher. Ich dachte, dass die. Sein. Ja, okay, hau raus. Es sind 320 Blöcke. Alter! Oh, Glückwunsch. Hat mir Mühe gegeben. Okay. So, Stegi hat gewonnen, Chat. Schaut das ganze Video bei NNNEQRNMN an. Und ich würde sagen, rein in die Masse.